Hallo Leute, ja, wir sind hier wieder an diesem, ja, was ist ein See, Fluss, weiß ich nicht, ja, könnte schon ein See sein. Da sind wir, haben hier den Bahnhof bis dahin jetzt geschafft. Und jetzt müssen wir mal schauen, dass wir da noch weiterkommen. Jetzt bin ich gerade am Überlegen, wir haben einen Durchgangsbahnhof gemacht. Das heißt, wir werden jetzt hier weiter rüberziehen, denke ich mal. Vielleicht kommt hier auch mal irgendwie ein Bahnhof hin, oder? Nein, das könnte man auch da anliefern. Fahren dann hier durch, bis hierhin und hier bauen wir den nächsten, ne? Das wird jetzt unser Ziel sein. Gut. Nach dem Intro geht's da weiter. Bin schon auf Höhenlinien gegangen, weil das ist ja eigentlich das Wichtigste, dass man die Höhenlinien so ein bisschen einhält, ne? Und das würde ja bedeuten, wir fahren hier so lang. Machen wir mal. Müssten dann hier so lang. Ja, das ist schon mal doof gelaufen. Das Ganze nochmal. Ah, das ist noch ein Stück St Dingens, sag schon. Gleis kann auch weg. Vielleicht wächst der Wald ja irgendwann wieder zu, ne? Geht schon so, machen wir so. Jetzt geht's hier lang. Und das schüttet da ganz schön auf, ne? Egal, machen wir. Wo ist denn das Lager? Da. Das heißt, wir müssten jetzt hier. Ja, da bleiben wir so ungefähr. Gehen jetzt hier runter, kreuzen hier die Straße. Und gehen dann hier weiter rum. Da ist das Lager, gut. So, dann brauchen wir einen Bahnhof. Durchgangsbahnhof, Güterbahnhof. So, zweigleisig. Volle Länge machen wir, ne? Passt so. Wieder auf Gleise gehen. Oh, wir sind schon viel zu nah dran, ne? War jetzt nicht so die tolle Idee, so zu machen. Ah, lassen wir jetzt so und ist gut. Nicht so, wir machen gerade hier noch gerade raus. Und dann machen wir so Kreuz. So wäre es dann, ne? Gut, haben wir erstmal. Und dann wollen wir eigentlich hier hin, ne? Und da wird es dann spannend, weil, tja, müssen wir durch den Berg eigentlich, ne? Hier rechts wäre aber auch interessant, da so rumzufahren, so mit so einer Schleife, oder? Nochmal so. In dem Städtchen würde ich gerne vorbei wollen, hier so lang.
Kriegen wir das hier so hin? Oh, dann kommt eine Brücke. Aber ist auch nicht, Brücke ist auch nicht schlecht hier, oder? Ach so, okay, da ist ein richtiger Berg hier. Okay. Und dann gehen wir mit dem Tunnel halt da durch, ne? Machen wir so. Da eine Brücke durch. Und durch den Berg gehen wir dann mit dem Tunnel. Genau. Und hier gibt es dann einen Bahnhof. Ein bisschen lang, ne? Kriegen wir das denn gescheit hin dann? Dann kann der nicht so lang sein, ne? 160, reicht das? Oder 240 würde vielleicht auch noch gehen, oder? Ne, 240 geht so gut wie gar nicht. Nee, das wird dann nichts so. Dann machen wir das doch so. Kommt er halt hier hin, ne? Aber nee. Das gefällt mir nicht. Dann nur 160 und hier dran. So machen wir es. Und dann müssen wir das letzte Stück hier noch mal gerade wieder abreißen. Das reißen wir wieder ab und bauen das gerade neu da dran. So lassen wir es. Gut, und dann bedeutet das, dass wir jetzt einen Zug da drauf haben müssen. Allerdings haben wir hier überhaupt gar keinen Anschluss, oder doch? Ist dann die Frage, ne? Kommt von hier? Doch, der kommt von ganz hier hinten, ne? Oder? Ne, da. Ne, es gibt kein Depot hier, ne? Aber hier wäre es möglich, einen Anschluss zu kriegen. Dann machen wir das doch mal von hier aus, oder? Probieren wir hier mal gerade ein Gleis rauszumachen, was dann auf diese Strecke geht. Sieht das gut aus? Ja, das sieht gut aus. Zack. Gut. Und dann brauchen wir jetzt einen Zug. Ist nur die Frage, wo das Depot ist, ne? Er fährt ja da durch, ne? Fährt doch hier auch weiter, ne? Ja. Wo war das Depot? Das war hier irgendwo, oder? Da. Fahrzeug kaufen. Elektrisch, dieser hinzufügen. Und dann Cargo. Und Rohwagen. Länger darf er nicht wegen dem einen Bahnhof. Das Ganze zweimal oder dreimal? Dreimal. Haben wir so viel Geld? Dicke.
Und dann brauchen wir eine neue Linie. Die dann von hier losgeht. Fährt dann hier lang, kommt da vorbei, fährt hier weiter, kommt da vorbei, fährt dann hier weiter und kommt hier an, ne? Ja. So, und zurück. Die könnten, na, weiß ich nicht, ob die hier was ist. Ne, zurück fahren wir mal durch. Ah, warte, wir müssen da noch zweispurig machen, fällt mir gerade ein. Okay, das heißt, wir müssen schnellstens arbeiten, weil wir Ausweichen brauchen. Auch nicht möglich. Ah, wäre gut geklappt. So, jetzt müssen wir gucken, ob wir hier eine Kreuzung hinkriegen. Da geht's. Oh, da kommt schon der erste Zug. So. Okay, das heißt, hier müssen wir nochmal abreißen, weil das da nicht klappt. Und dann nochmal da dran. Passt erstmal, oder?
Ich sehe da oben schon was Rotes leuchten. Das heißt, da ist irgendwas schief gelaufen. Fehlen bestimmt irgendwelche Signale oder so. So. Geht erstmal, oder? Jetzt Signale. Hier noch. So, und hier ist natürlich jetzt eingleisig, deswegen geht das nicht. So, Gleise nochmal. Müssen wir doch abreißen hier. Passt schon mal. Warum da oben jetzt noch was aus und zeigen ist, weiß ich nicht. Jetzt müsste es eigentlich ja schon eigentlich irgendwie schon mal hierher funktionieren, oder? Kriegen wir alles hier hin, oder? Ja. Und der Zug steht hier, okay. Dann müssen wir mal gucken, dass der hier jetzt hinfahren kann, oder? Können wir hier mal gerade eine Weiche bauen. Okay, jetzt hat er es geschafft, darüber zu fahren. Das ist schon mal gut. Jetzt fahren sie wieder. Ist nur die Frage, wie lange. So, hier an der Talbrücke geht es dann weiter. Mit Gleisen natürlich. Den Berg hoch und dann wieder runter. Hier müssen wir hin. Haben wir geschafft. Oh, Zug zu lang. Ich dachte, es passt hier.
Das ist natürlich schlecht, ne? Aber ist egal, machen wir gerade so. War der nicht gerade hier irgendwo am Einsnappen? Jetzt fährt er wieder. Ja, dann dauert das Beladen halt länger, ne? Das ist halt so, kann man auch nicht ändern. Oder wir müssen die Straße ändern, ne? Beziehungsweise wir können ja hier den Bahnsteig auch verändern, indem wir hier auswählen, ne? Konfigurieren. Geht aber nicht so. Ah, weil da die Weichen sind, okay. Ach, lass es so gut sein. Da ist ja fast drin, ne? Ach so, der andere war sowieso rausgefahren. Ah, alles klar, dann hat sich das ja erübrigt. Ist ja nur die Frage, wie gut die fahren, wie viel Plus die machen, ne? Hier können wir noch ein Signal hinstellen. Dann fahren die auch eher darüber, oder? Passt schon, oder? Ja, geht. Können wir jetzt mal so lassen, glaube. Jetzt ist nur die Frage. Oh. Da ist jetzt eins zu viel. Das machen wir mal schnell weg. Wir müssen von den Signalen raus. Gut. Bau haben wir fertig. Jetzt ist die Frage, wer hier was wohin liefert, ne? Also wir haben Abnehmer. Hier. Okay. Und Abnehmer. Da. Okay, ich glaube, wir haben etwas falsch gemacht. Die Sägewerke sind überall woanders, aber nicht die, die ich jetzt hier verbunden habe. Das war ja jetzt nicht so prickelnd, ne? Das heißt, der Zug kommt zwar von hier hinten, aber die anderen sind gar nicht da, wo ich sie haben wollte. Dann haben wir dieses hier. Wo sind die Abnehmer? Hallandorf ist da. Ah, der ist hier. Der passt dann wenigstens. Das war jetzt der da, ne? Und dann haben wir hier noch einen. Wo hat der den Abnehmer? Giesenhorst. Ist da hinten. Okay, der passt auch. Ah, das heißt, der längste, den ich da hinten habe, der ist gar nicht richtig. Habe ich den schon? Ich glaube, den habe ich noch nicht, ne? Oder? Ja, das geht. So, jetzt ist die Frage, wo kamen die LKWs her? Ich glaube, die waren auf der Linie, ne? Die sind jetzt nämlich abzuschaffen. Oder wir machen so, dass die jetzt... Ja, müssen wir mal gucken, wie wir das hinkriegen mit Linie 85. Aber wir machen erst hier einen Cut, die Folge ist schon wieder ganz lang. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen, würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.